Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, und in der heutigen Folge dürften wir wieder ohne schwarze Balken spielen. Hoppala, da war ein Frameruckler. Nicht gut? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Ah, grausam. Ja, der Forge-Loader, der Mod-Loader von Forge ist jetzt endlich wieder aktualisiert, aber die Mods dafür noch nicht. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Für die 1.7.2 von Minecraft ist der Modloader jetzt endlich wieder draußen. Hat ja jetzt sehr, sehr lange gedauert. Mir ist ja auch gesagt worden, dass irgendwie, ja, da so viel umgestellt wurde von Minecraft. Es musste alles umprogrammiert werden, bla bla und pipapo. Ich kenne mich ja nicht aus mit dem Ganzen. Ja, der Disco-Shader ist wieder unterwegs. Auf alle Fälle wird es deswegen noch ein bisschen dauern. Es werden wieder meine Standard-Mods installiert, sobald diese wieder da sind. Das heißt, Rise Minimap wird wieder da sein. Die ist Pflicht, die kommt definitiv wieder. Was dann noch drauf kommt, und das war ja auch Standard, ist der gute Inventory Tweaks, klar, weil da müssen wir wieder schön aufräumen. Muss sein. Kommt definitiv wieder rauf. Wuhu! Boom! Und was war noch? Das waren die beiden Mods, oder sonst hatte ich keine Mods drauf. Nee, Inventory Tweaks und Rise Minimap hatte ich drauf. Und es wurde gefragt, und ich glaube, den werde ich mir dann auch raufhauen, ob ich mir denn nicht vielleicht, ja klar, ein Shader kommt auch wieder drauf, ob ich mir denn nicht vielleicht mal Dingenskirchen raufpacken könnte. Na, wie heißt es denn? Verdammt, mir fällt der Name nicht ein. Nicht too many items. More creatures, genau, more creatures. Ob ich nicht more creatures raufhauen möchte. Das wäre auch eine schöne Idee. Und ich glaube, den werden wir dann auch drauf machen. So, hier in der letzten Folge hatten wir ein ziemliches Desaster. Und das Desaster nannte sich hier dieses hier. Treppe. Ich hatte ein Treppendesaster. Aber vom Feinsten. Also das war ja nicht mehr. Ach, das war ja lächerlich. Also ganz ehrlich, es war schon lächerlich. Es war wirklich schon lächerlich. Und ihr habt mir was geschrieben in die Kommentare. Das wohl einfachste, was ich machen kann. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Okay, müssen wir hier runter. Alles klar. Und zwar, ich brauche doch einfach nur einen Balken hochziehen. Und anhand von dem Balken könnte ich die Treppe machen. Das stimmt. Das machen wir jetzt mal. Probieren wir mal aus. Das müsste ja idiotensicher sein. Also wenn ich das nicht hinbekomme, dann ist es wohl eh schon zu spät. So. Jetzt haben wir zu wenig Baumstämme. Finde ich super. Aber es war mal schon fast klar, dass die nicht reichen. Also machen wir sie wieder weg. Wir haben ja Zeit. Meine Güte. Ja, zu erzählen gibt es momentan schon wieder nicht viel. Also was habe ich zu erzählen? Was es halt auf alle Fälle gibt, ist, dass ich nach wie vor noch im Gespräch bin. Ich bekomme die Daten jetzt dann von diesem Serversponsor. Ich nenne es jetzt mal Serversponsor. Hundi! Schau mal, Hundi, jetzt hast du es wieder geschafft, ne? Jetzt hast du es wieder geschafft, Hundi. Jetzt ist das Ding weggeploppt. Kann ich nicht wieder irgendwas machen, dass es auftaucht? In der Hand habe ich es. Habe ich es in der Hand, wenn ich hier hin war? Nicht? Oh, wie ich das hasse. Wenn ich Q drücke. Q? Ah, dann kommt sie. Irgend so ein blöder Bug ist es wohl. Jetzt ist es wieder da. So. Und sobald der da ist, kann ich auch wieder Together aufnehmen, weil es macht für mich keinen Sinn, jetzt abzuwarten. Also jetzt so lange nochmal meinen Server zu bezahlen. Also mir nochmal den Nitrado-Server zu verlängern. Der, glaube ich, ist eh heute gesperrt worden oder so. Oder gestern, keine Ahnung. Ja, weil ich, was heißt gesperrt? Er ist halt jetzt gelöscht, weil ich nicht mehr gezahlt habe. Wieso soll ich den auch verlängern? Also nicht mehr gezahlt hört sich so ein bisschen falsch an. Also ich habe den schon gezahlt, weil wenn du nicht zahlst, kannst du ihn nicht benutzen. Aber ich habe ihn halt jetzt nicht wieder verlängert. Deswegen habe ich momentan keinen Server. Aber bald wieder. Ich bin gespannt, wie er funktioniert. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe mir die Seite so ein bisschen angeschaut. Das ist halt neuer Serveranbieter, der sich da wohl ein kleines Standbein aufbauen möchte. So genau weiß ich das leider nicht. Und die haben halt gefragt und ja klar, wieso nicht? Dachte ich mir, ja, wenn die mir das so anbieten, da habe ich natürlich nichts dagegen. Also werden wir es machen, dass hier das Saatgut noch rumliegt. Ja gut, stimmt ja. Ich meine, ich spiele sehr offline und wenn ich dann vom Spiel rausgehe, nachdem ich abgebaut habe und die noch nicht weggebackt sind, dann ist natürlich, weggebackt, noch nicht despawned sind, dann sind die ja weg. Hm? Ja. Dementsprechend wächst hier natürlich aber auch im Moment auch nichts nach. Ist dann der andere Haken an der Geschichte. Ja, ist viel zu nahe dran gebaut. Entweder gibt es einen Mammut oder der wächst gar nicht. Nee, egal.
So, haben wir. 3 Stück Knochenmehl. Packen wir auch nochmal schnell her. Zack. Hundi, pass auf. Es könnte sonst wehtun. Baum? Baum? Okay. Baum wohl zu weit an Spalte. Baum? Wollen die nicht wachsen oder dauert es so lange? Oder hätte ich da mehr gebraucht, außer nur ein Bone Meal? Naja. Will wohl nicht. Dann halt nicht. Dann lässt es halt bleiben. Hä? Dann lass du es bleiben, doofer Baum. Dann lass du es bleiben. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Die Baumstämme müssten jetzt reichen. Wobei 25, das könnte dennoch knapp werden. Na, ich wage es einfach mal, dass es reicht. Ich wage es einfach mal. Ich gebe es zu, ich renne einfach viel zu gerne hier rauf und runter. Eieieiei. So. Ansonsten reiße ich halt andere Bäume ab und nehme andere Baumstäume dafür her, genau. Ach ja, und heute habe ich ein neues Miezekätzchen bekommen. Meine Güte, das Ding ist ganz schön fauchig, würde ich behaupten. Oh, naja, man muss sagen, das Kätzchen war jetzt auch 3 Monate bei einer anderen Familie oder fast 4. Und wurde jetzt da von so einem wildfremden Menschen mitgenommen. Da wäre ich auch ein bisschen stinkig. So gut, das sieht gar nicht so gut aus mit diesem komischen Dach, so dass ich das so geformt habe. Hm? Naja, lassen wir es mal so. Lassen wir es mal so. So, jetzt aber. Na, so. Da wäre die Mitte, aber ich darf nicht in der Mitte rauf, sondern ich muss ich darauf. Aha. Die WhatsApp-Gruppe meiner Arbeit schreibt wieder. Sehr schön. Ja, ja. WhatsApp. Ja. Ui, was ist denn das für eine Musik? Ja, meine alte Playlist ist halt immer noch da. Ich habe mich immer noch nicht drum gekümmert. Oh, es passt. Okay, gut. Alles klar. Das heißt, dass das, was ich jetzt mache, eigentlich voll falsch ist. Ja. Moment, wir müssen anfangen. Jetzt brauchen wir erstmal die Half Steps. Die sind hier. Das heißt, wir fangen an. Meines Erachtens sollten wir fast... kommen wir da raus? Ja. Sollten wir fast so anfangen. Und dann erst eins tiefer gehen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wobei, so gut ist die Idee nicht, wenn es hier nicht... Okay, so. Nee, das war falsch. Auf da. Geh weg. Nein. So, die muss weg. So. Ah, geht doch. Es geht jetzt. Entschuldigung, aber ne. Ach Gott, ich bin ja doof. Ich kann ja so. Julchen, schau mal, du kannst ja so machen. Meine Güte. Manchmal ist es schon schwer mit mir hier. So, da komme ich jetzt nur mal rauf. Das heißt, ich muss mir jetzt hier eine Eselsbrücke bauen. Also, das haut doch so nicht hin. Das hat er mir nicht mehr. Das ist Schwachsinn. Jetzt Moment. Das ist Minecraft. Verarsch mich nicht. So. Wir sollten von unten anfangen. Sollten wir. Ah ja, also weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Im Fernsehen kam ja jetzt diese tolle Show, diese Millionärswahl. Das hörte sich ja wirklich echt spannend an. So nach dem Motto, ja, keine Ahnung, mach irgendwas und die Community entscheidet, ob das der Community 1 Million Euro wert ist. Die Idee fand ich ja ganz gut, aber das ist ja, das haut so auch nicht hin. Das ist so, ist es ja auch blöd. So müssen wir doch. Müssen wir doch so anfangen. Machen wir das jetzt am blödesten, dass ich das auch hinbekomme. Ich kann mir natürlich jetzt auch den Stamm dann immer wegmachen. Aber das ist ja auch blöd. Ich stelle mich doch wieder dämlich an. Ist ja auch nur... Okay, machen wir mal gucken. So, das wäre schon mal die richtige Stufe. Die wäre auch auf der richtigen Höhe. Ich schaffe das jetzt schon. Wenn ich dann... Ich muss ja dann hinterher einfach korrigieren. So. Ich könnte natürlich auch am Baumstamm sitzen. Aber dann Baumstamm sehe ich ja noch weniger. Ob ich sie auf der richtigen Höhe pflanze. Gott, nein! Ja, ich warne euch jetzt schon mal vor. Das könnte etwas länger dauern. Nur mal so nebenbei bemerkt. Ja, auf alle Fälle war halt diese Millionärswahl, wo es halt hieß, man macht irgendetwas und die Community beschließt, ob das der 1 Million wert ist. So mit Abstimmungen und so. Das hörte sich echt klasse an, war echt eine coole Idee. In der vom Lied war halt,
da wurden von um den 10.000 Leuten wurden halt eine gewisse Anzahl ausgewählt, die da mitmachen konnten. Wie sehe ich denn da jetzt, ob die Stufen dann hier passen? Ist ja eigentlich wurscht, oder? Weil so, wenn ich die jetzt wegmache. Ich meine, ich sehe die ja jetzt so nicht, ob das Doppelte sind. Naja, mei. Ist ja jetzt egal. Soll ja nur eine Treppe sein. Auf alle Fälle, ja, ich bringe mich heute immer selbst aus dem Konzept. Ich finde das klasse. Es waren halt um die 10.000 Teilnehmer. Und von diesen 10.000 Teilnehmern wurden halt dann, werden jetzt mehrere Shows gemacht, dass insgesamt 49 gegeneinander antreten. Also die 49 am weitesten gewählten treten dann gegeneinander an. Falsch. Voll falsch. Und das waren, sind dann immer 7 Leute pro Show. Und... Verdammt. Ich mache das voll falsch immer wieder hier. Und das Lustige war halt, dass sie halt so ein spezielles System gemacht haben, wie das Ganze entschieden wird, wer denn weiterkommt. Diese 7 Leute haben halt vorgeführt, was sie so machen, was halt den Leuten 1 Million Euro wert sein könnte, dass sie es halt verdient hätten so quasi. Und dann wurde halt, durften die diese 10.000 Leute, die da durften da abstimmen, wem sie denn ihre Stimme geben würden. Und dann wurden halt die Teilnehmer so aufgeteilt, dass ich bringe mich heute so selbst aus dem Konzept. Passt das dann so? Okay. Ich bringe mich heute selbst aus dem Konzept, also von daher nicht wundern. Das funktioniert immer einwandfrei. Nein! Ich baue da immer voll viel falsch. So. Ich glaube, ich versuche es, wenn ich mit der Treppe fertig bin, weil sonst wird es nichts. Ich muss jetzt erstmal hier das Grundprinzip irgendwie hinbekommen. Wie wir da raufkommen dann. Da so raufkommt, dann geht man da rauf. Aber das ist ja, wieso komme ich da nicht rauf? Oh. Das unten machen wir dann, wenn wir einmal durch sind. Wenn wir dann. Hä? Ich bin ja dann irgendwie. Hä? Bin ich dann jetzt nochmal falsch hier? Habe ich da ernsthaft einen Fehler gemacht? Ach, come on. Ich habe wirklich einen Fehler gemacht? Ich werde heute noch wahnsinnig. Ich schreie euch jetzt ins Mikro. Ist mir wurscht. So. Ja, war klar. Ich versuch's jetzt nochmal. Ja? Ich versuch's jetzt nochmal. Diese Teilnehmer konnten jedenfalls abstimmen und konnten halt dann, also von diesen 50 oder 10.000 Leuten, die da mitgemacht haben, die konnten halt abstimmen und konnten halt sagen, okay, Wir rufen jetzt für den an, weil der hat es meiner Meinung nach verdient. Und dann ist es so gemacht worden. Das ist ja... Ist ja dann immer noch falsch. Ja, dann ich bin heute dämlich. Fällt es auf? Schon, ne? Fällt schon auf, dass ich heute dämlich bin. Ich baue die jetzt hier so hin. So. Genau. Und von diesen Stimmen, die vergeben haben, war es halt dann so, dass dann gezählt wurde, wer halt die meisten Stimmen hat. Und dann wurden die Stimmen so verteilt, dass der mit den meisten Stimmen 7 Punkte bekommt, weil 7 Teilnehmer sind, der mit den zweitmeisten Stimmen 6 Punkte und so weiter. Das war dann die erste Abstimmungsrunde. Und in der zweiten Abstimmungsrunde durften dann die Leute anrufen und durften auch ihre Punkte verteilen. Da wurde es auch wieder so gemacht, der mit den meisten Stimmen bekam 7 Punkte, der mit den wenigsten Stimmen bekam halt 1 Punkt. Dass halt diese 1 bis 7 Punkte verteilt wurden. War alles an sich noch eine ganz coole, easygoing Sache, hat Spaß gemacht. Und am Ende durften, und das ist die Frechheit an dem Ganzen, durften die Teilnehmer auch noch Punkte verteilen. Und damit das fair in Anführungszeichen ist, und da es ja 7 Teilnehmer sind, wurden die Gesamtpunkte, die ja da verteilt werden wurden konnten pro Runde, geteilt. Das heißt, es hätte ergeben, dass jeder 4 Stimmen vergeben kann. Dann kommt man auf die gleiche Anzahl raus, wie wenn man jetzt hergeht und eben rechnet, okay, 7 Leute, der eine 7 Punkte, der andere 6 Punkte und so weiter.
wurde halt dann errechnet. Okay, das heißt also insgesamt hätte dann von denen noch jeder 4 Punkte zu vergeben. Ich kann es so schwer erklären. Das Problem war halt einfach, die Community hat die Punkte halt so vergeben, dass der eine wirklich von beiden Wahlgängen 7 Punkte bekommen hat und der andere hat, glaube ich, insgesamt nur 3 Punkte gehabt, der schlechteste oder so. Und dann konnten aber die Kandidaten selber auch noch Punkte verteilen. Also diese 7 Kandidaten von der Show. Und die konnten halt eben 4 Punkte jeweils verteilen, aber so wie sie möchten, nach Wahl. Das war jetzt auch nicht das Problem. Ich würde sagen, die Treppe passt so. Sieht bescheuert aus, aber ist ja wurscht. Das war ja alles wirklich noch im Rahmen und es war ja alles noch völlig okay. Aber diese Kandidaten haben die Punkte dann so verteilt, dass sie dachten halt, sie könnten gewinnen. Voll dämlich gemacht. Also sprich, die haben dann ihre Punkte dem gegeben, der die wenigsten hat. Und nicht dem, der die meisten hat, weil so haben sie ja die Möglichkeit gehabt zu überholen. Also ganz, ganz schwierig. Auf alle Fälle war es halt alles nicht mehr demokratisch und ich glaube, ich langweile euch gerade voll mit dieser Erzählung, weil ich so bescheuert erzähle, dass sowieso kein Mensch versteht, was ich meine. Naja, egal. Es hilft nicht. Ich bin dämlich heute. Fällt nicht auf, aber wurscht. Noch fällt auf. Ja, ich weiß nicht. Ich tue mich heute schwer mit erklären. Ich weiß halt nur, dass mein Freund und ich uns dann so aufgeregt haben, wie man so einen Schwachsinn machen kann. Weil es ist natürlich klar, dass die meisten Leute davon zumindest, dann hergehen und die Punkte so verteilen, wie sie meinen, dass es für ihn am besten ist. So, wie sieht das aus, wenn ich das jetzt ein bisschen hervorgezogen habe hier? Besser, okay. Müssen wir das aber hier auf der Seite auch noch machen? Haben wir hier noch? Na, komm schon. Hallo? Nee, das haut nicht hin, weil es eine andere Stufensorte ist, okay. Ach, habe ich den falschen Block? Ich habe den Block gesetzt? Nee, passt schon. Ich fand es halt einfach nur mies, weil es war halt einer der Teilnehmer, der hat das für ein Kind gemacht. Der wollte halt das Geld für ein Kind haben, nicht für sich selbst. Das Kranke, sein Patenkind. Und der hat halt wirklich von den 10.000 die 7 Punkte verteilt bekommen und auch von den Zuschauern an sich. Das war halt richtig, richtig klasse. Das Problem war halt dann am Ende, dass die Leute natürlich dem keine Punkte gegeben haben, weil sie wollten ja gewinnen. Wieso sollten sie dem dann die Punkte geben? Ja, es war klasse. Dadurch hat der natürlich dann am Ende nicht mehr viel von dem gehabt, dass die Community für ihn so viele Punkte vergeben hatten. Ich fand es halt einfach nur mies, wie man die Abstimmung so schlecht machen kann, dass dann der, wo halt wirklich ganz Deutschland und diese Community entscheidet, dass der dann am Ende leer ausgeht. Sieht blöd aus. Bisher. Och, come on. Nein, du schießt an mir vorbei. Edge Badge. Nein, du hast nicht auf mich geschossen, du Depp. Jetzt habe ich euch 17 Minuten mehr oder weniger gelangweilt mit irgendwelchen Gelaber, das kein Mensch versteht. Das habe ich gut gemacht. Ich muss nochmal aufs Dach rauf. Ich muss da jetzt den Mist auskorrigieren, den ich gemacht habe, weil so sieht es nicht gut aus. Ich muss da aufs Dach rauf. Rauf! So. Da ist ein Loch. Wo ist das andere Loch? Das ist dann auf diese Seite, stimmt's? Sieht ja bescheuert aus. Come on. Kann ja niemand so lassen. So, wenn, dann muss es gleich sein. So. Es wird zwar dann, wenn es blöd läuft, so ausgehen, dass die Löcher dann genau da sind, wo auch die Treppen sind, aber ist jetzt egal. Die nächste Folge soll ein bisschen strukturierter werden. Nicht so schwachsinnig wie heute hier. So, hier. Und? Oh ja. Hallo? Hast du ein Problem? Du bekommst gleich ein Problem. Hallo? Geht gar nicht. Ja gut, das ist halt dann bei den Stufen, aber ist ja wurscht. Dafür ist es gleich. Und hier sieht es gut aus. Okay. Haben wir die Fensterscheiben auch alle schön. Also die Fensterdinger, Teile, Dinger tun auch schön. So. Okay. Ich kann aber noch 1000 Mal schauen. Das Problem ist, ihr habt mir das so schön erklärt, wo mein Fehler ist. Und ich habe schon so oft geschaut und ich finde ihn einfach nicht. Aber... Nee. Den Fehler werde ich nie finden. Ich werde den Fehler jetzt einfach lassen. Ich finde es so cool, wie das Licht in... Improved mit Grooved. Ich gehe jetzt ins Bett. Ey! Hat dir das jemand erlaubt? Hat der eine Fackel in der... Hat er eine Fackel abgebaut? Nee!
Der hat eine Fackel abgebaut. Ich glaube, ich spinne. Boah, das ist mies. Okay, egal. Gut, jetzt müssen wir mal weiter gucken. Weil, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Normalerweise kann die hier weg. Nee, kann sie nicht. Okay, nicht schlimm. Habe ich dann hier schon wieder einen Fehler? Ach, ist ja wurscht. Dann haben wir halt hier einen Fehler. Uah! Entschuldigung. Ich habe euch ins Mikrofon geschrien. Juhu. Es tut mir leid. Oh, wie mistig von mir. Okay, hier kann man zumindest nicht runterfallen. Okay, mir ist wurscht. Ich lasse es jetzt so. Dann kommt man nämlich hier runter. Und da müssen wir dann noch weiterbauen. Ah, aber in der nächsten Folge. In der nächsten Folge langweile ich nicht mit irgendwelchen Fernsehgedöns, was ich sowieso nicht anständig erklären kann und ihr vielleicht gar nicht versteht, weil ich so bescheuert erkläre. Und ach ja, das Übliche halt. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.